geht es los. So geht es los. Wir dürfen okay. Freude empfinden. Genau, wir dürfen Freude empfinden. Ja. Hallo liebe Leute, hier ist eure Carmen, wieder aus St. Moritz, der Bauercoach auf der Alps und hier mit einer unglaublichen Frau. Es ist mir eine Riesenfreude, euch Sonja Schweizer vorzustellen. Eine Frau, die für mich Lebensfreude pur ausstrahlt. Sonja, hier ist dein Publikum. Bitte stell dich vor. Danke vielmals, danke vielmals. Ja, das Weibliche, für mich ist es ein Begriff, weißt du, wirklich auch anzunehmen können. Ja, was mir das Leben schenken möchte, dieses empfangen können oder sogar auch nehmen können. Ja, ich bin einfach glücklich, dass ich hier sein darf mit dir und mit euch allen. Ja, und was immer jetzt passiert in den nächsten Minuten, alle Konzepte habe ich jetzt gleich mal über Bord geworfen. Besser so, ja. Ja, und ja, wirklich auch in dieses Vertrauen gehen zu können, weißt du? Und wirklich auch die Intuition, dass die kommen kann. Und was immer, ja, dieses Interview für dich, für mich auch bringt. Und für euch? Für uns alle, ja. Sonja, erzähle mal ganz kurz, woher kommst du? Also, ich komme aus Basel, Umgebung, und lebe jetzt in Stäfa, Ürikon, also Kanton Schweiz, Zürich? Zürich? Ja, in Schweiz. In der Schweiz. In der Schweiz, ja, genau. Ja. Und ja, und bin auch gerne immer wieder im Engadin. Und da habe ich dich ja auch kennengelernt, ja. Ja, also Sonja ist in der Zwischenzeit nicht nur eine ganz, ganz gute Freundin. Ich glaube auch sagen zu dürfen, Seeleverwandte, weil wir uns sehr ähnlich sind. Ja. Eine der Begegnungen hier in Bontresina und diese Frau wohnt auch zufälligerweise noch im selben Haus. Na, also da ist wirklich Power angesagt. Ja, ja, das ist es wirklich. Ja. Und weißt du, für mich ist es auch so wichtig, ja auch wirklich diesen Power zuzulassen. Genau. Ich habe gemerkt, dass ich gerne den anderen wirklich diese Plattform gebe, dass sie wirklich in ihre Kraft kommen. Das ist auch mein Ziel als Recharge Coach. Ja, genau. Und gleichzeitig jetzt mit diesem Interview bin auch ich recht gefordert, mich zu zeigen, euch zu zeigen, unplugged sozusagen. Ja, und einfach auch zu wissen, dass jedes von uns, du, ich, ihr alle, den größten Beitrag sein können, wenn wir uns einfach wir sind, einfach diese authentische Art immer wie mehr auch finden. Und das hat ja dann ganz verschiedenen Ausdruck. Und das ist richtig und gut so. Ja. Du hast es vorher schon erwähnt. Sonja Schweizer ist der Recharge Coach. Ja. Oh, klasse. Hat kürzlich ihre neue Homepage www.sonjaschweizer.ch veröffentlicht. Gib vielleicht den Leuten, dem Publikum noch ein ganz kurzes Overview. Was machst du denn als Recoach? Ja. Recharge Coach. Ja, genau. Also für mich ist es wichtig, immer wie mehr in die eigene Lebenskraft zu kommen, in den, wie ich schon gesagt habe, in den eigenen Ausdruck zu kommen, weg von Normen, weg von irgendwelchen Belief Systems, einfach so wie wir ja jeder auch eine eigene Geschichte mitbringen auf diese Welt und kulturell natürlich auch wieder Normen entsprechen wollen vielleicht auch immer noch und da den Weg zu finden durch wirklich auch Entspannung, durch Behandlungen, ich biete auch verschiedene Behandlungsformen an, aber auch durch ein Coaching. Das kann aber auch eine kurze Sache sein, wie zum Beispiel ein Telefonat. Das biete ich auch an, dass wirklich, ja, rufen Sie mich an. Telefonnummer ist dann ist keine 900er. Nein, okay. Nein. Und ja, das ist so lustig. Und ja, ich glaube, dieser Humor ist eben auch so wichtig. Genau. Und ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Punkt in meinem Leben und in dem, was ich auch weitergeben möchte, ist diese Lebensfreude und gleichzeitig auch zu wissen, in der Lebensfreude kann auch solch ein Tiefgang sein. Beides ist möglich. Nicht das sowohl als auch, besser gesagt doch, eben das sowohl als auch. Und nicht, dass ich mich entscheiden muss für das eine oder das andere. Und das finde ich auch,
das, was ich gerne weitergeben möchte, dass die Menschen wirklich auch sagen können, hör mal, ich bin einfach so ausgelaugt, ich bin nahe ein Burnout. Mhm. Kannst du mir da energetisch wirklich auch die Kraft geben, dass ich da weiterkomme? Mhm. Auch alltagstägliche Sachen, dass der Mensch das wieder besser angehen kann. Das Leben hat ja doch viele Facetten, welches uns manchmal auch ziemlich herausfordert. Ja. Und was ich auch so einen Fokus darauf habe, ist wirklich auch diese Bucketlist. Die ist ja jetzt in aller Munde. Ich habe das zwar schon viel früher, vor 20 Jahren, für mich schon gemacht. Und mit meinem Mann haben wir herausgefunden, was wir wirklich wollen in unserem Leben, was für Erfahrungen wir machen möchten, was wirklich uns das Herz erfüllt und uns Energie gibt. Und das hat uns bewogen, nach Miami zu ziehen. Für ein Jahr waren wir dort. Und und manchmal braucht es auf dem Weg für den eigentlichen Schritt auch das Auflösen von Blockaden, von Begrenzungen, welche wir uns selber auch geben. Ich bin da ja natürlich auch immer noch dran zu lernen, obwohl ich überwinde auch sehr viele Ängste, was mich doch auch recht lange in meinem Leben begleitet hat. Und jetzt ist es mir möglich zu sagen, wow, ja, ich kann tauchen gehen, obwohl ich früher Klaustrophobie hatte, als Beispiel. Und das ist das, was ich ja auch gerne weitergeben möchte, dass ich die Menschen unterstützen möchte, herauszufinden, was ist euer Nordstern, was bringt euch zum Leuchten, zum Strahlen, zum Leben, zum... Schön. Und das zieht ja auch Kreise, das geht ja weiter, das ist ja dann nicht nur im eigenen Leben, sondern alle die, welche mit uns ja in Kontakt kommen, profitieren davon ja auch. Also das kann ich wirklich sagen, wenn Sonja mit ihrem Mann und ich mit meinem Mann, wenn wir zusammen ausgehen, also das ganze Restaurant ist elektrisch aufgeladen, im wahrsten Sinn des Wortes. Und du hast gerade vorhin was ganz Wundervolles erwähnt, das möchte ich hier noch einmal ganz explizit eben hinzufügen. Es gibt viele Coach, es gibt viele Arten von Behandlungen und du deckst aber eben auch einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Also nicht nur eben Frauenseminare, dass Frauen gestärkt aus in ihr Potenzial leben, sondern eben du sprichst auch die Paare an. Ja. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den möchte ich jetzt gerade ganz kurz einmal aufgreifen, weil das wirklich wichtig ist, also auch für euch Frauen, wenn ihr eine Partnerschaft habt, wo es vielleicht ein bisschen aneckt, nehmt den Mut, nehmt euren Mann, geht zu Sonja, lasst euch da wirklich beidseitig helfen. Und ich kann, also so wie ich die Sonja jetzt kennengelernt habe, ganz klar sagen, sie packt euren Mann genauso ein mit ihrer Lebensfreude, mit ihrer unglaublich unkomplizierten Art und Authentizität. Aber bitte sag vielleicht noch ein paar Worte zu diesem Partnerschaftsseminar. Ja, danke vielmals. Ja. Ich bin jetzt seit 28 Jahren mit meinem Mann verheiratet, mit Kurt und natürlich, der Alltag kommt und es ist immer wieder ein sich darauf einlassen auf den anderen. Und ich denke mir, etwas, was das Wichtigste für mich ist, das ist nicht nur in der Partnerschaft, das ist auch in der Freundschaft, das ist auch im Berufsleben, im Alltag, diese Wertschätzung. Ja. Diese Wertschätzung dem anderen gegenüber, seiner Andersartigkeit und auch die Wertschätzung sich selber gegenüber. Schön, das ist, was ich auch selber für mich noch richtig am Erarbeiten bin. Und ich glaube, wenn diese Wertschätzung da ist, dann ist ganz vieles möglich und auch viele neue Erfahrungen dürfen dann stattfinden. Und das Leben wird dadurch bunter, reicher. Lauter. Und hallo, manchmal auch das. Und es beflügelt mich auch wirklich, diese Connections, welche wir Menschen ja alle, nehme ich jetzt mal an, auch Sie, welche das zuschauen und zuhören, dieses Bedürfnis auch haben nach dieser Nähe, nach diesem Gefühl der Sicherheit und des Gesehenwerdens. Ich denke mir, das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Absolut. Dass ich dich sehe, dass ich euch sehe, dass ihr gesehen werdet. Und manchmal braucht es auch Mut, wie jetzt gerade, dass ich gesehen werde. Und ich habe für mich, und ich habe für mich so gemerkt, weißt du,
das mit dieser Bucketlist, das ist recht ein zentrales Thema auch. Und das kann auch in die Partnerschaft reinkommen, auch in jedes einzelne Leben. Was möchten wir dann wirklich? Was haben wir das schon herausgefunden, was uns wirklich belebt und wirklich zutiefst berührt und nährt? Oder braucht es da manchmal auch ein bisschen Unterstützung für den nächsten Schritt zu wagen? Und da kommt mir immer dieser Song in Sinn, with a little bit help of a friend. Ja, und ich glaube, ja, das ist das, was ich wirklich schön finde, wenn ich einfach diese Person bin, welche dich, euch unterstützen kann, dass ihr noch mehr in ein erfülltes Leben gehen könnt. Ja. Das hast du wirklich schön gesagt. Sonja, ja. Mein Publikum ist ja auch sehr stärken- und talentenorientiert. Ja, ja. Lass uns teilhaben an deiner Erfahrung. Wie war das bei dir, wie du dann deine Talente und Stärken immer mehr auf den Ursprung und auf, wie du dir entdeckt hast? Was hat sich bei dir verändert seitdem? Gut, ich war ja therapeutisch tätig und mein Mann und ich, wir haben uns gefragt, eben, was wäre so etwas, was wir gerne machen würden. Und für uns kam klar raus, wir möchten einmal auf Miami und dort auch wirklich leben. Und zuvor war ich Therapeutin und habe schon die Ressourcen aufgezeigt den Menschen. Und dies war nicht mehr in diesem Sinne möglich, dass ich als Therapeutin arbeiten durfte. Ich hatte nur die Berechtigung, als Student dort zu sein. Und das war dann für mich die Herausforderung zu schauen, hey, was sind dann meine Ressourcen? Nicht die der anderen, sondern meine. Und das hat mich dann bewogen, auch in die Kunst zu gehen. Ich hatte da schon einen gewissen Background mitgebracht und war dann wirklich sehr aktiv in der Bildhauerei. Und das war auch sein Schritt. Als ich nach Hause kam, habe ich dann nicht mehr therapeutisch gearbeitet für eine Zeit, sondern war wirklich Vollblut Künstlerin. Wow, ja, toll. Genau. Und irgendwann war das wie genährt. Und ich habe schon gemerkt, so mein Herz schlägt halt für die Menschen. Und das war dann auch das, was ich gemerkt habe. Ja, ich möchte wieder in dieses Gebiet eintauchen und ja, mein Potenzial auch immer wie mehr leben und ein Vorbild sein, vielleicht auch das. Eben diese Begrenzungen, welche ich hatte wirklich auch diese Angstzustände und auch depressive Phasen. Und wegzukommen von dem und wirklich mich zu getrauen und verschiedenste Sportarten zu lernen und einfach zu schauen, was gibt es noch alles und wie kann ich mich noch anders erfahren. Ja. Wow, das sind wirklich wunderbare, starke Wörter. Weisheiten, tiefe Weisheiten von einer Frau, die viel erlebt hat, viele Menschen gesehen hat, viele Menschen geholfen hat, ihre eigenen Ziele, Stärken und Talente entdecken. Kurzer Tipp, Potenzialsentfaltung. Was hättest du da für unser Publikum so auf die Schnelle? Welche Tipps kannst du ihnen geben? Ja, ich denke mir, es ist ja wirklich auch so die Frage, für was würdet ihr brennen oder brennt ihr auch schon, wenn alles möglich wäre und es wirklich so die Garantie schon da wäre für den Erfolg? Was würdet ihr angehen, wenn ihr schon eben 100% wüsstet, es klappt, egal für was ich gehe, für was ich renne, für was ich brenne? Das ist so ein Punkt. Und dann wirklich halt diesen ersten Schritt zu machen, weg von der Komfortzone. Und es kann ein kleiner sein, wirklich ein ganz kleiner. Und wenn auch die ganze Welt darüber schon sagt, drüber steht und sagt, was ist denn da das Problem, das kann ich halt. Ich konnte lange nicht mehr fliegen, weil ich auch Flugangst hatte. Viele von meinen Freunden, die waren auf der ganzen Welt unterwegs. Ich habe mir das halt wieder erarbeitet, habe mich selber behandelt. Aber ich denke wirklich so diese Anerkennung sich selber zu geben, da sind wir wieder bei der Wertschätzung, wo wir schon wieder ein Stück weiter sind als gestern noch. Und ja, es geht ja um die,
die eigenen Wünsche, die eigenen Ziele und wegzukommen von was Mann bzw. Frau alles erreichen muss, um ein erfülltes Leben zu haben. Das kann ja nur das kannst nur du wissen, für dein Leben, ich für meines und sie für ihres. Ihr für euch, so einfach. Wie auch immer. Ja, wie ihr wisst, bin ich da ganz unkompliziert. Aber Sonja, du hast so recht mit deinen Worten, du sprichst mir total aus dem Herzen. Hier haben sich wirklich zwei Coaching-Seelen gefunden, die sich für euch wünschen, dass ihr euer Potenzial lebt. Ja. Hast du ein Lebensmotto? Hast du ein Lebensmotto, das du jetzt hier gerne mit uns teilen möchtest? Ja, für mich ist es wirklich dieses Annehmen, dass es mir gut gehen darf. Und wenn es mir gut geht, dann ist das wirklich auch die Bereicherung für meine Umgebung. Und auch dieses Annehmen dürfen, dass ich ein freudvolles, buntes Leben leben darf und erfahren darf. Ja, das ist so, ja. If you can dream it, you can do it. There you go. Ja. Genau. Das ist schön. Dank dir. Ich danke dir. Herzlich für deine Bereitschaft. Ich danke euch auch. Ja, ja. Das ist so schön. Also ich kann euch wirklich ans Herzen legen, eben wenn ihr in der Nähe von Stefa seid, bitte besucht Sonja Schweizer. Mhm. Hat eine ganz tolle Plattform. Sie macht auch wunderbare... Ja, du machst so viele tolle Sachen. Ja, ich habe danke. Mich selber gerade recharged, wenn ich das so sagen darf. Ja. Genau, auch ich brauche das. Mhm. Ja, auch meine Energie hat seine Grenzen. Und das ist natürlich wunderbar, wenn ich so eine tolle Frau, Freundin und Coach, Kollegin, gerade auch im Haus habe, umso schöner natürlich. Ich glaube, ich strahle, ihr seht es wirklich, das macht extrem viel Wert. Danke dir für alles. Ja, und wo du gesagt hast mit den Grenzen, ich finde das auch so schön, dass es heutzutage ja auch die Möglichkeit gibt über Skype. Also es ist so, natürlich die Connection ist wunderbar, so 1:1 miteinander. Und doch ist es auch auf anderen Wegen jetzt möglich und das finde ich auch so schön. Natürlich, das VIP-Programm ist hervorragend, weißt du? Ja. Wenn da ein Mensch wirklich nur mit mir alleine sein kann. Aber es ist auch wunderbar, in einer Gruppe zu sein, wie das Frauenseminar. Und dieser Austausch und diese Energie, welche sich ja dann multipliziert und vervielfacht. Absolut. Ihr merkt, ich bin völlig aus dem Häuschen. Aber das ist auch so schön. Ja, es geht ja um diese Connection, ja, oder? Ja. Und mit dir diese Connection zu haben und auch mit euch... Ist wunderbar. Ist einfach ein Geschenk. Und zu wissen, dass du ein Geschenk bist, dass ich ein Geschenk bin und dass ihr ein Geschenk seid, ja, das beflügelt mich enorm und berührt mich auch zutiefst. Oh, du hast so recht. Und das ist genau das, warum ich dieses Buch geschrieben habe, eben lustvoll als Frau zu sein. Und in meinen Augen bist du eine absolute Vollblutfrau, Sonja. Danke. Und es ist mir eine große Ehre, dir dieses Buch zu schenken. Dankeschön, vielmals. Wobei ich weiß, dass du viele Dinge, die darin festgehalten sind, absolut schon lebst. Aber vielleicht findest du das eine oder andere. Wow. Es ist natürlich Danke persönlich viel, gewidmet. Vielmals. Und ich hoffe, es wird dir weiterhelfen. Ja. Wunderbar ist nämlich auch schon, allein die Vorbereitung für dieses Interview hat uns beiden schon so viel gebracht, weil wir tolle neue Ideen entdeckt haben. Es gibt vielleicht eine Kabarettshow, wer weiß. Hä? Ja. Alles möglich, alles möglich. Auch wir sind ständig dran, unsere Grenzen neu zu finden, neu zu formen. Ja. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dein Dabeisein hier an dieser Interviewreihe. Es war mir eine große Ehre, es ist mir eine große Ehre, dich zu kennen. Danke Weiterhin vielmals. Dich auch als Reflexion zu sehen und eben da weitere neue Projekte zusammen zu starten. Wow. Das ist ja auch eine ganz frische Freundschaftsbegegnung. Ja. Und das eben auch für euch als Animation, öffnet euch für die Menschen, die da draußen sind. Man weiß gar nicht, wer der Nachbar wirklich ist. Öffne dich und das stimmt. Und dann ist so eine super Autorin, oder? Ich meine, ich danke dir von ganzem Herzen. Und ich habe was Kleines auch mitgenommen. Oh. Ja. Ab und zu braucht es ein bisschen, ich sag mal, Kitsch, ein bisschen Lebensfreude. Nein. Einfach für dich etwas ganz Kleines. Ja, wir dürfen Powerfrauen sein, wir dürfen verspielt sein, wir dürfen
Ja, wir dürfen einfach alles sein, das alle Facetten. Und ich danke dir so für dein großes Herz. Lass dich drücken. Lass dich drücken und küssen. Leute, es ist wirklich, ihr seht, sie sprüht vor Elan. Es macht Riesenfreude. Ebenfalls. Ja, eben das wirklich. Ihr seht, wir könnten jetzt stundenlang hier reden. Vielleicht machen wir eine Talkshow. Also das müssen wir uns wirklich überlegen. Mal im Pyjama, dass ihr schon mal in schlafen gehen könnt, wenn sie nicht mehr weiter mögt. Leute, danke dir, Sonja, nochmal ganz, ganz herzlich. Danke dir vielmals. War wirklich eine Freude. Danke vielmals, liebe Carmen. Ich hoffe, euch hat das Interview genauso gefallen. Ihr konntet viele neue Dinge für euch mitnehmen. Wie ihr wisst, es gibt jede Woche ein neues Interview. In diesem Sinne, weitere Infos von Sonja findet ihr dann gerade hier unten, wie Link etc. Weitere Infos für sie. Und es würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich von euch ein Feedback bekomme. Ja. Weitere Inputs, Anregungen, wir sind offen für alles. Und in diesem Sinne schicken wir die herzlichen Grüße vom Hotel Saras hier in Pontresina. Und haltet die Ohren steif. Ja, und ciao. Tschüss! Herz, Herz!